Ein herzerfrischendes Moin Moin und willkommen zurück bei Anno 1800 mit eurem Hannibal. Ja, beim letzten Mal war die Wolle-Folge, ja, wir haben uns da ziemlich in die Wolle bekommen. Ach ja, noch ein schlechter Witz zum Mitnehmen. Ja, wir müssen hier einfach wirklich jetzt gucken, dass wir zügig die Insel hier ausgebaut bekommen. Wir haben mal, wir hatten beim letzten Mal das Problem, Eisenträger brauchen wir noch. Ja, müssen mal gucken, ob wir das jetzt hier auf der Insel herstellen können. Ob wir jetzt Eisen haben wir genug, Kohle haben wir genug. Da sind die Lager voll. Arbeiter, Stahlträger, ein Hochofen. So, wo setzen wir den Hochofen hin? So, dann brauchen wir definitiv auch genug Mitarbeiter, genug fleißige Leute. Und davor müssen wir also ein paar Bauernhäuser bauen, damit wir auch genug Mitarbeiter haben. So. So. Ja, so, was haben wir denn hier? Was fehlt denn da? Die Feuerwache fehlt. Die muss natürlich da sein, sonst haben wir ein Problem. Dann müssen wir hier eine. Müssen wir gucken, dass wir eine Kirche bauen. Die setzen wir möglichst relativ zentral. So, da kommt die Kirche hin. Da kommt noch ein Weg daneben. So, Schule brauchen wir auch. Also, wir brauchen das Wirtshaus noch. Das muss angebunden werden. So. Müssen wir noch die Schule, Polizeiwache. So, Polizeiwache. Setzen wir da hin. Schule. Setzen wir direkt daneben. So. Zumindest planen wir es schon mal daneben. Das ist ja schon mal das Wichtigste, dass wir da schon mal einen Plan haben. So, Schule. So, weg, 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 weg. Da kommt die Polizeiwache hin. So. Wie sieht es mit der Feuerwache aus? Wie gut ist das angebunden? Polizeiwache. So. Planen wir auch schon mal. Müssen wir hier die Wege planen. So. Ach nee, da muss ich abreißen. Bauernhaus.
Sie haben doch keine Ahnung. Was habe ich? Keine Ahnung. Spielstand gespeichert. So. Wege müssen wir auch ziehen. So. Damit die Wege natürlich da sind, damit die Leute auch einziehen wollen. So, das wird hier eine richtig große Meile. Ja. So, da kommt dann auch noch ein Bauernhäuschen hin. Was haben wir noch? Dann kommt da hier, auf der Strecke kommen dann große Bäume hin. Sieht ein bisschen schöner aus, ne? So. Passt das doch. Ne? Sieht doch gar nicht so schlecht aus, würde ich sagen. Ausbauen. So. Dann haben wir das. Ja, wir brauchen 100 Leute, 200 Leute für die Hochöfen. Ja, und jede Menge Stahl und alles. Ach nee. So, jetzt machen wir aber Folgendes. Jetzt machen wir mal Routen. Route einrichten, Handelsrouten. Schiffe für diese Route zum Laden, diese Steine laden, annehmen und was soll noch laden? Das reicht erstmal. So. Achso, das Laden. Zum Laden soll er nehmen Talg. Soll er mitnehmen? Was soll er noch? Ja, Talg. Das haben wir schon mal. So. Dann kriegen wir nämlich hier auf die Insel. Ah ja, ich schaue jetzt gleich rein. Vasenmeisterei. Was war nochmal Route? Seife soll er hier laden. Und das entladen. So, haben wir das annehmen. Jo. Jetzt habe ich mich hier schon fast verheddert und vernagelt und verriegelt mit meiner eigenen Kabel. Ja, so. Brauchen erstmal Stahl und das für Stahl müssen wir natürlich erstmal einen Hochofen bauen. So, der Hochofen ist ja hier. Wo ist der Hochofen geplant? Hochofen. Da brauchen wir erstmal Steine für. So. Da müssen wir jetzt gucken, dass wir hier erstmal ein bisschen ausgebaut bekommen. So. So. Dann passt das doch. Und wenn wir dann hier genug Steine auf der Insel haben, können wir dann die Insel auch mal ein bisschen vom Depot her ausbauen. Dann kriegen wir da auch ein bisschen die Hütte mal fortgeschritten. Ja, Stahl wird auch importiert. Jo. So ist das nun mal hier.
Was haben wir denn? Ja. Kein Platz mehr frei. Volles Lager. So. Definitiv. Die Insel ist jetzt. So, Wurst fehlt. Jo, ich weiß. Die Route können wir uns eigentlich sparen. So. Weil auf der Hauptinsel wird mittlerweile. Betrachten Sie es als Vertrauensbeweis. Lieferaufgabe. Ein kleiner Hoffnungsschimmer. Okay. Kann ich gar nicht. Müsste erstmal die Hochöfen aufbauen. So. Ein Stahlberg. Wo kann ich das denn hinsetzen? Stinkendes Stahlberg. So, jetzt brauchen wir hier natürlich wieder ein Einwohner. So. Ach ja. Stahlträger. Das könnt ihr natürlich herstellen, aber kein Lagerhaus in Reichweite. Gut, dann bauen wir noch ein Lagerhaus. Wird ja jetzt relativ zügig gehen. Uns geht das Material aus. Ja, euch geht das Material aus. Ja, die müssen sich auch erstmal aufladen. Wir konnten einfach nicht länger warten. Ach ja. Ist ja auch in Ordnung. Einfluss verloren. Okay. Ach ja, herrlich ist das. So. Schule. Polizeiwache. Ja, das Stahlberg, das muss erstmal ins Laufen kommen. So, jetzt haben wir zumindest schon mal das geschafft. So, was haben wir hier? Dafür brauchen wir erstmal Holz. Geht ihr jetzt zügig? So, Depot. Müssen wir auch das Depot noch ausbauen? So, wie viel erhöht das Depot die Lagerkapazität? Plus 50. Ja. Haben wir doch schon mal was. So. So. Ach ja. Wir helfen, wo wir können. Ja, ist gut. Die Bilanz ist natürlich immer noch ein bisschen im Minus, aber das kriegen wir ja hin.
ausbauen. Was fehlt denn jetzt? Fisch. Kann ich mir kaum vorstellen, dass kein Fisch mehr da ist. Ah doch, kein Fisch mehr da. So, müssen wir da mal gucken. Das hier Lagerhaus. So, dass das dann zügig geht. Müssen wir dann zügig ausgebaut kriegen. Ja, ja, ist gut. Ihr kriegt hier euren Fisch. So. Ja, es ist immer was auf irgendwas zu achten und das sollte man nie unterschätzen. Man muss immer auf seine Lagerbestände aufpassen, weil die können sehr schnell, kann sich da etwas so verändern, wie man es eigentlich nicht möchte. Das haben wir ja gerade gesehen, ne? Und dann ist auf einmal Holland in Not. Und wir müssen dann schon wieder schauen, wie wir das dann gelöst bekommen. Ja. Jetzt haben wir das ja relativ zügig hier noch gesehen. Aber wir müssen ja auch gucken. Ja, weil Fisch nimmt hier ab. Ja, Fischereien brauchen wir auch auf der Insel. Ein paar mehr. So. Müssen wir auch hier mal gucken, dass wir da dementsprechend Fischereien aufstellen. So. Dann müssen wir auch hier noch ein Lagerhaus hin machen. Am besten zwei oder drei. Ja, zwei Stück. Setzen wir hier hin, damit der Lagerbestand an Fisch nicht mehr abnimmt, sondern wieder zunimmt. Dass wir hier nicht das Problem kriegen. Und hier haben wir aktuell immer noch das Problem, dass der Fisch ja noch nicht so nicht wirklich zunimmt. So, müssen wir hier auch dann mal schauen, dass wir die Küste hier leer fischen. Ja, ich weiß. Nachhaltig ist was anderes, aber wir müssen halt gucken. Ne? Es muss, die Leute müssen ja auch was zu futtern haben, ne? Zu beißen haben. Lagerhaus. Ja. Ja, das ist jetzt wieder so, da beißt sich die Ratte wieder mal selber am Schwanz. Der Fisch ist einigermaßen in Ordnung. Da kommen wir so langsam wieder auf die, müssten wir eigentlich mal so langsam wieder auf die Beine kommen. Aber wir brauchen 9 Stahlträger. So, das dauert auch natürlich dementsprechend, bis wir die 9 Stahlträger zusammen haben. Was ist denn hier los? Brot fehlt. Wie sieht's denn hier mit Brot aus? Brot. Mehl haben wir genug. Brot müssen wir eigentlich noch ein bisschen mehr machen. Da
Damit wir auch die andere Insel mit versorgen können. Und wir haben im Moment kein Geld, ne? Das ist Casus Cagnus. Jetzt müssen wir irgendwie gucken, wie wir das Ruder rumreißen, ne? So, minus 200 kostet das. Das ist halt immer diese Expansion, die man hat. Und dann dreht sich auf einmal das Blatt so ein bisschen. So, das können wir dann noch mit dem Rattenkäfig, können wir dann vielleicht noch mal ein bisschen was ausgleichen. Ja. Meine Schiffe durch. Ja, komm. Wo bist du denn? Mein Ziegelsteiner. Transporter. So, jetzt haben wir ein bisschen was runtergefahren. So. Müssen wir gucken, dass wir das erstmal gerade alles ein bisschen aufgehalten kriegen. So, die kosten auch natürlich richtig Geld. Dass wir jetzt schon mal zumindest den Stand Status Quo behalten. So. Dass wir wenigstens den Status Quo einhalten können. Was ist denn hier los? Versüßen? Jeden Tag eine gute Tat? Waren Ihre Nachforschungen erfolgreich? Eifrig wie eine dreibeinige Ziege. Aha. Okay, so, schön. Dann haben wir das. Ja, komm. Neue Befehle?
Schoner steht bereit. Mhm. Gespeichert. Okay. Sind unterwegs. Segel setzen. Ich bin das Werkzeug, das Gottes Urteil vollstreckt. Koordinaten gesetzt. Ich hab doch alles an Bord, was du haben willst. Rücken Sie endlich, damit alles scheint in Ordnung zu sein. So. Zur Stelle. Mhm. So. Annehmen und entladen. So. Gut. Stahl und Stiegel. Stahl und Ziegel. So, dann haben wir das schon mal. Wenigstens dann wieder die Insel versorgt. Und damit sage ich bis demnächst, euer Hannibal. Ciao!